Was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zum F1-Manager. Nachdem wir beim letzten Mal in Frankreich erstmals in dieser Karriere die Führung in beiden WMs übernehmen konnten, gilt es heute hier in Ungarn natürlich an diese Form anzuknüpfen und möglichst die Führungen zu verteidigen. Ganz so zuversichtlich bin ich aber nicht, wie schon am Ende der letzten Folge erwähnt. Die letzten Rennen waren zwar sehr dominant, aber Ungarn ähnelt ja so von der Streckenart so ein bisschen Monaco, wo wir wirklich gar nicht gut waren. Deshalb bin ich mal gespannt, wie das heute laufen wird. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn wir gut wären, aber es wäre auch zugleich keine Überraschung, wenn es nicht ganz so stark laufen würde, wie zum Beispiel in Frankreich, als wir ja völlig dominiert haben zuletzt. Zu Beginn können wir direkt mal einen Entwicklungspunkt bei beiden Fahrern verwenden. Ihr habt mir empfohlen, da die Reaktion zu verbessern. Das soll anscheinend irgendwie besonders wichtig sein oder was auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir das mal bei beiden Fahrern. Und auch Oscar, unser Testfahrer, hat einen Entwicklungspunkt, den wir verwenden können. Außerdem haben wir jetzt die Möglichkeit, noch ein weiteres neues Projekt in Auftrag zu geben. Hier laufen noch ein paar Fertigungen durch, aber das sind eh nur Teile, die wir so oder so schon an den Autos haben. Und dann sind noch zwei neue Entwürfe in Arbeit. Einer für die Seitenkästen und einer für einen neuen Heckflügel. Mal schauen, was wir da nun noch machen können. Vielleicht eine weitere Aufhängung oder einen Frontflügel mal wieder. Ja komm, kümmern wir uns doch um den Frontflügel. Haben leider keine Stunden. Keine ATR-Stunden mehr zur Verfügung. Das ist nicht optimal, weil die Upgrades dann nicht ganz so effektiv werden wie mit diesen Stunden, aber dennoch ist es, glaube ich, besser, jetzt so ein Upgrade zu machen, als zu warten, bis ein neuer ATR-Zeitraum beginnt. Das dauert nämlich noch mehr als einen Monat, wie man da gerade sehen konnte. Wir lassen die restlichen Ingenieure, die gerade nichts zu tun haben, daran arbeiten. Und das kostet mal wieder verdammt viel. Die Frontflügel sind, glaube ich, somit die teuersten Teile, oder? Das ist mir zumindest so aufgefallen. Aber gut, die bringen natürlich dann auch eine ganz schöne Menge. Mir wurde in den Kommentaren empfohlen, mal auf das Cost Cap zu achten. Nicht, dass wir das noch irgendwie überschreiten und da Probleme bekommen. Allerdings sind wir da noch deutlich drunter, wenn ich das richtig deute. Wir haben noch über 75 Millionen, die wir ausgeben könnten. Und wenn die Ausgaben so weitergehen, wie es aktuell der Fall ist, landen wir hier bei ungefähr 60 Millionen Rest. Also müssen wir uns darum echt gar keine Sorgen machen. Oh, Verstappen wird an diesem Wochenende Gridstrafen hinnehmen. Das macht unsere Aufgabe natürlich um einiges leichter. Noch sieht es übrigens tatsächlich nicht so toll aus, aber wir sind hier im Training wie immer auch nur mit älteren Motorenkomponenten unterwegs. Das wäre schon ein Ding, wenn wir hier heute so abliefern könnten, wie zum Beispiel in Frankreich, weil das echt beweisen würde, dass wir auf so gut wie jeder Art von Strecke mittlerweile ein saustarkes Auto haben. Letzte Kurve jetzt für Gasly hier in Q1. Leider hatte keiner unserer Jungs einen lila Sektor und Verstappen war vor beiden schon unterwegs. Da sieht man ihn noch im Ansatz, hier auf der Karte auch. Max ist direkt mal deutlich schneller, drückt Gasly fast 4 Zehntel auf und Lando sogar etwas mehr als 4 Zehntel. Das wird natürlich reichen, um uns weiterzubringen. Sainz irgendwo mitten im Dreher. Gut, das ist nicht unser Problem. Aber trotzdem ist es ein bisschen besorgniserregend, dass Verstappen so viel schneller ist. Allerdings ist das auch wirklich nur Verstappen, der ja diese Gridstrafen haben wird. Die beiden Ferraris haben wir im Griff, ist vielleicht übertrieben, aber wir sind zumindest aktuell vor denen. Und Perez im zweiten Red Bull, der hat ja auch noch nicht viel hinbekommen. Kommt da denn noch was von den beiden Roten oder bleibt es bei diesem zweiten und dritten Platz hier in Q1? Ah ne, Leclerc verbessert sich, Sainz allerdings nicht. Okay, interessant. Wir sind nicht so dominant wie am letzten Wochenende, mischen aber auf jeden Fall mal wieder vorne mit. Das ist doch auch gut. Und macht das Ganze vor allem ein bisschen spannender, was ja auch auf keinen Fall verkehrt ist. Los geht's bereits mit unseren fliegenden Runden hier in Q2. Ich hoffe mal wieder nur einen Run zu brauchen im zweiten Qualifying. Orlando, der läuft aber ein bisschen Gefahr, hier auf die beiden Alpha Tauris zu treffen. Oder sind die auch auf fliegenden Runden? Das ist schwer zu sagen. So langsam sieht das nicht aus, was der Kollege da vorne veranstaltet. Ich glaube, Lando wird hier ganz gut durchkommen. Konkurrent mit Unfall. Im Qualifying, was ist da denn passiert? Wen hat's erwischt? Ich bin mal gespannt, vielleicht ja einen unserer Konkurrenten. Letzte Kurve jetzt aber erstmal für Gasly, es ist tatsächlich Verstappen. Max Verstappen mit dem nächsten Fehler hier in dieser Saison. Ist der draußen? War das so ein heftiger Einschlag oder wird er weiter
fahren können. Ah, nee, der wird weiterfahren können. Aber trotzdem ist das nicht besonders gut gewesen von Max Gasly über die Linie. Der übernimmt hier zwischenzeitlich die Spitzenposition. Lando kommt jetzt durch die letzte Kurve. War schneller im Mittelsektor als Gasly. Kommt aber nur auf den zweiten Platz. Etwa eine halbe Zehntel hinter seinen Teamkollegen. Na gut, das wird reichen, um uns weiterzubringen. Wieder Konkurrent mit Unfall, was? Wieder ein Red Bull! Sag mir nicht, dass es wieder Verstappen. Aber müsste eigentlich... Doch, diesmal ist... es war wieder Verstappen und diesmal ist er draußen. Was tut der denn? Im Qualifying? Also, der ist hier noch ohne Frontflügel unterwegs, beziehungsweise mit Beschädigtem durch die Aktion in Kurve 1. Ja, und da verschätzt er sich dann total. An der Stelle hatte der ja, wann war das, 2020 oder so, so eine Aktion in der... Wie nennt sich diese Runde? In der Runde in die Startaufstellung vor dem Rennen. Vielleicht erinnert ihr euch daran noch. Damals hat es aber auch geregnet. Im Qualifying, im Trockenen, ist das fast noch ein bisschen peinlicher. Das macht unser Leben aber wirklich um Welten leichter. Verstappen war ja sauschnell in Q1. Wird jetzt an diesem Wochenende aber keine Rolle mehr für uns spielen. Der startet ja jetzt nur vor, also der wird letzter sein mit den Gridstrafen. Auf so einer Strecke wie Ungarn. Das kann eigentlich nicht werden. Der wird sich noch okay durcharbeiten, das glaube ich schon. Aber das wird nicht reichen, um hier ganz vorne ranzukommen, wenn es normal läuft. Sainz ist hier so ein bisschen unter Druck nach seiner ersten Runde. Mal gucken, was der noch hinbekommt. Wenn er sich nicht verbessert, dann war es das mit dem Qualifying für Carlos. Aber er verbessert sich, wie zu erwarten war, während sein Teammate Leclerc unsere Jungs splitten konnte und bis auf 3000stel dran ist an Gasly. Das wird ein spannender Kampf um die Pole. Zumindest mal zwischen unseren beiden und Leclerc. Und wer weiß, vielleicht können Checo und Sainz sich da auch noch einmischen. Wer geht hier gleich als Führender in die alles entscheidenden Qualifying-Runden? Leclerc wird als Erster eine Zeit setzen hier in Q3. Das ist eine 15-0, was nicht ganz so verkehrt ist. Und da kommt Gasly auch tatsächlich nicht ran. Lando war auch nirgends Leader, somit gehe ich nicht davon aus, dass er da was ausrichten kann. Nein, aber er ist bis auf wenige Tausendstel dran an seinem Teammate Gasly. Starke Leistung insgesamt von unseren beiden. Leclerc war aber leider noch ein bisschen besser. Jetzt geht's ans Eingemachte. Kann Gasly oder auch Lando noch irgendwas gegen Leclerc anrichten? Ich bin sehr gespannt. Die Pole hier in Ungarn ist alles andere als unwichtig. Das ist vielleicht sogar die wichtigste der gesamten Saison, weil man auf dieser Strecke nur sehr schwer überholen kann. Und Gasly scheint das ernst zu nehmen, scheint das zu wissen. Lila erster Sektor vom Franzosen, während bei Lando leider keine Verbesserung am Start ist. Immerhin eine persönliche Bestzeit auch bei Gasly im Mittelsektor, während es bei Lando immer noch nicht so ganz vorangeht. Letzte Kurve jetzt für Gasly. Der kommt über die Linie und ist bis auf 8000stel dran an Leclerc. Kann ihn aber nicht schlagen. Lando verbessert sich gar nicht. Perez, der ist auch schon durch, oder? Ja, der scheint auch schon durch zu sein. Leclerc verbessert sich nicht mal auf der letzten Runde. Aber dennoch reicht das für die Pole, für den Monegassen. Starke Leistung. Natürlich schade, da so knapp zu scheitern. Aber trotzdem haben wir im Rennen noch alle Möglichkeiten. Das ist ja klar. Ich gehe mal davon aus, dass eine Einstopp heute wieder das Beste sein wird, oder? Auf so einer Strecke auch noch, auf der man kaum überholen kann, macht was anderes eher weniger Sinn. Die Medium Hard scheint hier zumindest auf dem Papier das Schnellste zu sein. Ja komm, dann vertrauen wir da mal drauf. Meistens ist das ja auch die Strategie, die dann... Oh, die meisten machen, ja? Obwohl, das stimmt gar nicht mal. Die Zwei-Stop soll minimal schneller sein, um eine Sekunde. Aber ja gut, eine Sekunde ist gar nichts. Das ist nur so eine Schätzung halt. Und... ich würde ungern auf dieser Strecke zwei Stops machen. Das halte ich nicht so ganz für sinnvoll. Deshalb beginnen wir das Rennen auf den Medium-Reifen mit beiden Fahrern und gucken einfach mal, wie es sich so entwickelt. Klar, wenn es Safety-Cars gibt oder so, dann muss man da wie immer noch ein bisschen umdenken. Aber ich glaube nicht, dass es Sinn macht, jetzt von Anfang an auf die zwei Stop zu gehen. Das kann nicht unbedingt schneller sein. Ist ja selten schneller. Meistens ist tatsächlich eine Ein-Stop die allerbeste Strategie. Okay, rein geht's in diesen großen Preis von Ungarn. Das letzte Rennen vor der Sommerpause. Schließen wir die erste Saisonhälfte gut ab. Das Startsignal erlischt und los geht's!
Schafft es Gasly direkt mal Leclerc zu ärgern von der Linie weg. Einer der Haas, Magnussen, ist verdammt stark gewesen im Qualifying. Das ist mir direkt aufgefallen beim Blick auf die Startaufstellung. Ah ne, Gasly leider mit gar keinem guten Start. Der wird hier sogar von Norris angegriffen in Kurve 1 und konnte erst recht schon mal nichts gegen Leclerc anrichten, während Magnussen sich nicht ausruht auf diesem starken Qualifying. Ganz im Gegenteil, der versucht hier richtig Druck zu machen und sich noch weiter nach vorne zu fighten. Wer war das? Das war Gasly. Nein, der wird ganz nach hinten fallen. So ein Fehler direkt am Start. Da hat sich wohl ein Wagen gedreht. Hat er sich von alleine gedreht oder gab es da eine Berührung zwischen unseren beiden? Nee, Gasly versucht gerade Leclerc zu überholen, versucht die Führung zu übernehmen. Und statt der Führung gibt es den 20. Platz für den Franzosen, für den WM-Führenden. Boah, das ist ein solcher Schlag in die Fresse, das gibt's gar nicht. Verstappen, der eigentlich letzter gestartet ist, ist jetzt nach 2-3 Kurven schon vor Gasly unterwegs, der 8000. an der Pole vorbeigeschrammt ist. Wow, das ist unfassbar bitter. Lando scheint nicht so ganz hundertprozentig den Anschluss zu Leclerc halten zu können und bekommt eher Druck von Magnussen. Ich hoffe mal, dass der sich da noch ranfighten kann jetzt. Und Gasly, der wird natürlich nach vorne kommen und kann vielleicht auch noch aufs Podium, wenn es optimal läuft. Aber natürlich wird das verdammt schwer auf dieser Strecke. Oh, Entwarnung bei Lando, der ist sauschnell, ist bis auf eine halbe Sekunde jetzt wieder dran an Leclerc, wird somit das DRS nutzen können und konnte auch die schnellste Rennrunde raushauen in der Vorrunde. Das ist sehr, sehr gut und das ist vielleicht übrigens auch unser Glück, dass Magnussen hier so weit vorne unterwegs ist, weil der natürlich nicht so eine Mega-Pace hat und ganz schön viele Jungs hinter sich aufhält, eigentlich alle, wenn man sich hier die Abstände anschaut, und davon kann natürlich auch Gasly profitieren, der immerhin schon an beiden Williams vorbeigezogen ist, während Lando jetzt mal einen Versuch wagt gegen Leclerc in die erste Kurve hinein. Wow, dann wird das da verdammt eng. Ich dachte kurz, dass er Charles da rausschießt. Aber nein, da ist zum Glück nichts Größeres passiert. Nächster Versuch jetzt von Norris. Das reicht immer noch nicht, oder? Komische Linie jetzt von Leclerc. Dadurch kann Lando sich daneben setzen. Aber, oh Gott, bleibt immer noch dahinter. Schade. Gasly ist jetzt in der Zwischenzeit schon vorbei an Latifi. Da werden wir natürlich nicht jedes Überholmanöver sehen. Aber ich glaube, es ist logisch, dass der im besten Auto im Feld hier nicht so die Riesenprobleme hat gegen die ganzen Backmarker. Das nächste Auto vor Gasly ist Verstappen. Konkurrent ging weit nach außen werden. Ich glaube, niemand, der so mega wichtig ist für uns. Das wäre natürlich cool, hier an Max vorbeizukommen, der auch nur, es war Ocon, der auch nur auf den Softreifen unterwegs ist jetzt in dieser Phase. Genauso wie auch einige andere im Mittelfeld. Oh, und an der Spitze gibt's jetzt mal das Manöver. Lando schnappt sich. Charles Leclerc liegt jetzt in Führung hier in Ungarn und kann sich hoffentlich auch eine kleine Lücke rausfahren. Magnussen, der hält sich übrigens immer noch sensationell auf Platz 3 hier in diesem Rennen. Das war ein entspannter DRS-Move für Lando. Sehr, sehr stark gemacht. Ich hoffe mal, dass Norris jetzt abliefern kann, wenn wir uns auf Gasly schon mal ausnahmsweise nicht verlassen können. Normalerweise macht er ja echt wenige Fehler, aber das hier heute, boah, das war ein fetter Bock. In der ersten Runde auch noch, das darf so nicht sein, wenn man Weltmeister werden will, das ist völlig klar. Aber gut, ein Auto haben wir ja noch ganz vorne, während Gasly sich immer noch die Zähne ausbeißt an Verstappen. Na klar, das wird nicht leicht, an so einem Red Bull auf Softs vorbeizukommen. Oh, während Leclerc jetzt vielleicht kontern kann in Kurve 1 hinein. Nein, das gelingt nicht. Oh, lassen wir Lando kurz mal so ein bisschen attackieren. Ich hätte es sehr gerne, dass der sich hier aus dem DRS-Fenster löst. Das macht uns das Leben um Welten leichter. Oh, Verstappen ist jetzt mal vorbei an beiden Aston Martins. Hat somit ein bisschen Puffer zwischen sich und Gasly gebracht. Oh, aber Pierre macht das auch, Leute, hier in der Schikane. Was ein Move von Gasly im Mittelsektor gegen Albon. Sau stark. Na, der Leclerc will's heute wissen, lässt sich ja absolut nicht abschütteln und setzt sich jetzt wieder in Führung, aber gut. Ignorieren wir das vielleicht mal so dumm gesagt. Wir müssen es einfach so hinnehmen, dass Norris nicht die Pace hat, um sich hier abzusetzen, aber er hat auf jeden Fall die Pace, um mitzuhalten, somit... Ja, schauen wir uns das einfach mal an, was die beiden da veranstalten. Entscheidend wird es dann natürlich in der Boxenstopp-Phase und vor allem in den letzten paar Runden, wie wir es schon des Öfteren erlebt haben. Gasly ist vorbei am nächsten an Guan Yu Zhou, schnappt sich den, wow, hier in der letzten Kurve. Was ist denn hier los? Da sind alle auf einem Haufen unterwegs und vor allem sind die allermeisten von denen nur auf den Softreifen unterwegs, werden somit ziemlich früh zum ersten Stop kommen, was dann für Gasly natürlich eine Riesenchance ist, um dann Druck zu machen, um vor den Ganzen zu sein. Also der ist ja, wow,
die sind ja alle zusammen. Die, von Magnussen eigentlich, oder? Ah nee, Magnussen wurde jetzt mal ein bisschen überholt. Aber von Alonso bis Gasly ist jeder direkt hintereinander, während Lando jetzt gerade Leclerc überholt und auch wieder eine neue schnellste Rennrunde raushaut. Sehr schön. Auch Pierre macht eine weitere Position gut, hoffentlich außen gegen Ricciardo. Ah, nee, das sieht noch nicht so toll aus. Daniel hat natürlich auch das DRS, was ihm sehr hilft, sich hier zu verteidigen. Schade, das reicht noch nicht für Gasly, aber schnell ist er auf jeden Fall. Wir dürfen nicht aufgeben. Hier kann es noch weit nach vorne gehen in diesem Rennen. Hä, was ist denn mit Magnussen? Wo kommt denn der her hier an diesem Wochenende? Ich habe keine Ahnung. Sein Teamkollege Latifi ist 18. Der ist nirgends. Während Magnussen sich hier wieder auf Platz 3 vorgekämpft hat. Vorbei an Sainz und an Perez. Das ist unfassbar. Dadurch wird aber die Lücke nach vorne zu Leclerc und Norris riesengroß. Wodurch Lando zumindest Platz 2 schon mal halbwegs sicher hat. Zumindest wenn kein Safety Car kommt und wenn er keinen Fehler macht. Oh, jetzt stehen die Boxenstops der ganzen Softstarter an und das ist somit die Chance für Gasly. Komm, den lassen wir jetzt mal ein bisschen attackieren in diesen paar Runden. Das ist seine Möglichkeit, um da jetzt vorbeizukommen, ohne es auf der Strecke machen zu müssen. Auf was für Reifen wechseln die alle denn? Auf die harten größtenteils, oder? Ja, nicht größtenteils, sondern wirklich ausschließlich? Nee, Latifi? Ah nein, der biegt jetzt erst einen an die Box. Da werden es wohl auch die harten sein. Ob das aber schon für eine Einstopp reicht? Boah, das wage ich mal zu bezweifeln. Auch Vettel ist jetzt an der Box, das bringt Gasly vor auf Platz 9 und der nutzt diesen Push-Modus ja auch, konnte sich eine neue schnellste Rennrunde sichern, beziehungsweise die neue schnellste Rennrunde. Irgendjemand hat einen Fehler gemacht, ja gut, Latifi, das ist relativ egal. Max macht das auch saugut und der fährt vor allem verdammt lang auf seinen Softreifen. Ist da vielleicht doch die Einstopp eine Möglichkeit? Ich glaub's fast nicht, der müsste ja, selbst wenn er jetzt reinkommt, an die 50 Runden auf harten Reifen machen. Das kann nicht sein, oder? Ich glaub's nicht. Jetzt ist Max drin in Runde 23. Was holt er sich denn für Reifen? Es sind die harten, also kann er theoretisch durchfahren. Aber ich glaube da immer noch nicht so ganz dran, ehrlich gesagt. Ich gehe davon aus, dass wir Verstappen nochmal an der Box erleben werden. Gasly ist jetzt 7. fast dran an Fernando Alonso. Und er hat eine gute Pace, was echt entscheidend ist jetzt in dieser Phase. Da ist Pierre auch schon vorbei an Alonso und hat jetzt ordentlich freie Fahrt vor sich, deshalb lassen wir den mal voll angreifen. Das ist jetzt eine wirklich ganz wichtige Phase für Gasly, wenn er noch irgendwie auch nur ein halbes Wörtchen im Kampf ums Podium mitreden möchte. Sainz war eben an der Box, der ist auf Medium-Reifen losgefahren und holt sich jetzt ebenfalls die harten. Zumindest die Reifen von Lando sehen noch echt gut aus. Der kann, glaube ich, noch eine Weile fahren. Bei Gasly sind sie nicht mehr so toll, klar, durch das ganze Pushen jetzt. Auch Magnussen und Perez vorne sind jetzt an der Box und Verstappen ist sauschnell. Der hat gerade eine neue schnellste Rennrunde rausgehauen. Deshalb holen wir Gasly jetzt rein für die harten Reifen, mit denen er dann logischerweise durchfahren wird, wenn alles nach Plan läuft. Lando kann jetzt nochmal ein bisschen attackieren auf seinen Mediums, bevor wir ihn demnächst dann auch reinholen. Ah, ganz netter Stop bei Gasly. Der wurde aber, glaube ich, ein bisschen aufgehalten von Alonso. Kommt allerdings, oh yes, seht euch das mal an, kommt auf die Strecke, auf Position 7, genau vor dieser Riesengruppe. Das hat sich so gelohnt, den pushen zu lassen in freier Fahrt. Genial gemacht. Gut gemanagt, würde ich einfach mal selber so behaupten. Und gut gemacht auch von Gasly, das dann so umzusetzen. Echt stark. Der kann sich jetzt auf die Jagd nach Verstappen machen, während vorne Leclerc an die an der Box ist. Da geht alles gut beim Stop. Norris hat jetzt vielleicht eine Runde lang Zeit, um nochmal voll Attacke zu machen. In der Hoffnung, dass das reicht, um ihn dann vor Charles wieder auf die Strecke zu bringen. Was sagt denn die Pace bei Lando, wenn der jetzt eine persönliche Bestzeit hier im Mittelsektor raushaut? Oh, oder sogar eine absolute Bestzeit. Dann können wir den ruhig noch eine weitere Runde machen lassen. Das kann die Chance sein, jetzt einen kleinen Vorsprung auf Leclerc rauszufahren. Schnellste Rennrunde vielleicht? Das wäre jetzt ein Mega-Timing. Ah ne, ganz so gut war es dann doch nicht. Ehrlich gesagt gehe ich nicht wirklich davon aus, dass wir Leclerc loswerden hier in diesem Rennen. Aber das war eine gute Pace von Norris jetzt in dieser Phase. Da waren ein paar lila Sektoren dabei. Insgesamt ist der Vorsprung ein bisschen größer geworden. Aber Charles war jetzt auch alles andere als langsam. Wo ist Norris? Der kommt hier jetzt aus der Box. Gehen wir mal onboard mit Leclerc. Er ist dahinter. Das ist gut. Aber ja, die haben sich schon so oft gegenseitig hin und her überholt in diesem Rennen, dass das jetzt nicht anders sein wird. Was hier gerade passiert? Lol, was hat ein Gasly für einen riesen Rückstand, hä?
Ganz, ganz komisch. Neue schnellste Rennrunde von ihm. Ja, nee, das, genau, das ist nämlich nicht so viel. Das hat irgendwas gerade ein bisschen nicht gestimmt. Oh, immerhin ist Leclerc jetzt aber mal aus dem DRS-Fenster rausgefallen. Na komm, dann lassen wir Lando noch kurz weiter pushen. Charles hat jetzt auch noch Probleme mit dem Williams hier im Mittelsektor. Das könnte eine kleine Vorentscheidung sein. Die beiden sind nämlich recht ähnlich schnell. Und wenn keiner von beiden dann das DRS hat, kann das reichen, um vorne zu bleiben. Oh ja, sehr, sehr gut gemacht von Lando. Der konnte sich einen guten Vorsprung rausfahren. Hat aber natürlich auch gepusht wie ein geisteskranker. Neue schnellste Rennrunde auch von ihm. Das können wir so nicht aufrechterhalten. Aber wer weiß, ob Charles da nochmal rankommt. Der ist nicht schneller. Nicht unbedingt zumindest. Wenn, dann halt so um ein paar Zehntel hier und da. Aber dann ist auch Lando mal ein paar Zehntel pro Runde schneller. Deshalb sind solche 4 Sekunden Vorsprung jetzt schon eine Ansage. Für Gasly kann es zumindest noch gegen Magnussen gehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann müssen wir auch mal schauen, was mit zweiten Boxenstops bei einigen los sein wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele, die relativ früh drin waren, noch nicht durchfahren können. Oh ja, im Kampf um den Sieg scheinen diese unfassbar guten Runden von Norris echt eine kleine Vorentscheidung gewesen zu sein. Der setzt sich selbst jetzt, ohne megamäßig zu pushen, noch ein bisschen, aber nicht so sehr, weiter ab von Leclerc. Hat jetzt schon fast 5 Sekunden Vorsprung, während Gasly sich näher ranfightet an Magnussen. Auf was für Reifen sind die alle denn? Auf harten, und die sehen teilweise sogar noch besser aus als unsere. Auch die, Verstappen ist schon bei 80%, aber auch das kann reichen, um durchzuziehen. Zu fahren. Also erleben wir vielleicht doch keine zweiten Boxenstops bei den Jungs vor uns zumindest. Leclerc mit einem Fehler, Verbremser von Charles hier im Mittelsektor. Der hat jetzt über 10 Sekunden Rückstand auf Norris. Come on. Oh wow, Verstappen ist schon vor auf Position 3, ist dran an Leclerc, der jetzt diesen Verbremser hatte, während Magnussen Perez überholt hat. Also was der hier veranstaltet, das ist echt der pure Wahnsinn. Da sieht man aber mal, wie wir uns glücklich schätzen können, dass Max so verkackt hat im Qualifying. Normalerweise hätte, glaube ich, kaum jemand irgendwas gegen den gemacht, aber natürlich dürfen wir den Vorsprung jetzt nicht mehr hergeben. Das sind über 13 Sekunden, zumindest mal auf Leclerc. Das muss jetzt reichen. Wow, und schon ist Max Zweiter. Das ist heute seit längerem wirklich mal wieder eine weltmeisterliche Vorstellung von ihm, zumindest im Rennen. Vom Letzten vor auf den zweiten Platz, auf einer Strecke wie Ungarn. Das ist der Wahnsinn. Das muss man ihm echt hoch anerkennen. Das ist saustark. Während Gasly jetzt unter 5 Sekunden an Perez dran ist, der direkt hinter Magnussen unterwegs ist. Also Platz 5 ist noch möglich. Mehr als das wird dann wohl nicht gehen für Pierre. Aber da ist er ja auch selber schuld. Da braucht man gar nichts anderes zu sagen. Oh, hier kommen einige rein im Mittelfeld. Bottas, Hamilton, Ocon und auch Vettel. Verstappen auch nochmal? Ich weiß es nicht. Die Reifen bei ihm sehen genauso gut aus wie bei Gasly eigentlich. Oder genauso schlecht, je nachdem, wie man das sagen möchte. Gasly wird aber ziemlich problemlos durchfahren können. Das ist zumindest der Plan. Oh, oh, Konkurrent mit Unfall. Nein. Das können wir jetzt natürlich gar nicht gebrauchen. Bitte kein Safety Car. Dann hat Lando echt ein fettes Problem. Es ist Fernando Alonso mit irgendeinem Crash. Okay, alles gut. Ja, wenn Verstappen jetzt dran ist, mit der Pace, die der hat an diesem Wochenende, da macht Lando, glaube ich, nicht viel in diesen Schlussrunden. Ah, das wird das sein, was wir von Verstappen im Qualifying gesehen haben. Allerdings kann Fernando vermutlich weiterfahren oder auch nicht. Es wurde zumindest kein Safety Car angezeigt, aber nee, Alonso konnte sich echt nochmal retten. Das ist sehr gut. Während wir bei beiden Fahrern jetzt mal ein wenig an die Reifen denken müssen, so unfassbar toll sehen die nicht mehr aus. Und vor allem Norris muss ja absolut nicht pushen, der kann hier das im Schlaf nach Hause fahren und wird sehr wahrscheinlich gewinnen, wird seinen zweiten Sieg in dieser Saison einfahren. Und das freut mich echt enorm für Lando, nachdem der zuletzt ein paar Mal echt knapp gescheitert ist. Oh lol, schnellste Rennrunde aber sogar bei Norris mit diesen niedrigeren Einstellungen jetzt. Das zeigt einfach, wie gut der unterwegs ist hier in diesem Rennen. Wieder mal eine gelbe Flagge. Spielt das für uns eine Rolle? Warum? Konkurrent hat sich gedreht. Warum kommt da so eine Sequenz? Ich weiß es nicht. Leclerc, lol. Also sein Rennen wird hier ja immer schlimmer. Der hat in der ersten Hälfte voll um den Sieg gefightet, stand auf der Pole. Und jetzt sieht es nicht mal mehr nach einem Podium aus für Charles. Wow.
Boah, Gasly kommt irgendwie nicht so richtig ran an Magnussen und Perez. Lassen wir den mal für einen Moment voll attackieren, um zu schauen, ob er sich dann ranfighten kann. Zu verlieren hat er nämlich nicht viel. Das sind 30 Sekunden Vorsprung auf Hamilton. Die gibt er nicht mehr her, auch wenn die Reifen vielleicht grenzwertig sein könnten gegen Ende. Und das auch sein werden, wenn wir ihn jetzt pushen lassen. Aber 30 Sekunden verliert er nicht mehr. Oh, Magnussen mit einem Fehler, oder? Gasly ist auf einmal vorbei, ja! Let's go! Position 6 für Pierre. Ja, wurde der Druck von Perez anscheinend zu groß für Kevin. Der verbremst sich in der vorletzten Kurve. Bitter nach der starken Vorstellung von ihm, aber sehr gut für uns. Ich weiß nicht, ob wir davon selber nochmal rangekommen wären mit Gasly. Ja, komm, dann heißt es jetzt vielleicht bei Gasly auch mal ein bisschen an die WM zu denken. Oh, Verstappen. Ah gut, aber der hat nicht viel Zeit verloren. Einfach mal an die WM zu denken, die 8 Punkte hier mitzunehmen und nicht zu viel zu wollen. Jetzt droht nämlich die Gefahr, Gefahr, von Magnussen überholt zu werden, wenn wir Gasly zu sehr pushen lassen und wenn die Reifen dann völlig tot sind am Ende. Deshalb, komm, nehmen wir Platz 6 mit. Das ist ja ein geiles Comeback nach dieser sehr, sehr schlechten ersten Runde. Konkurrent mit Unfall, nochmal in der Schlussphase. Hier geht's schon richtig ab in diesem Rennen mit so kleineren Zwischenfällen immer mal wieder. Aber es ist niemand weiter vorne. Also, ja, spielt das... doch! Ja, Verstappen, stimmt, der ist nur noch Vierter. Wie habe ich das denn übersehen können? Ich weiß es nicht. So viel zum Thema geiles Rennen von Verstappen, nachdem der im Qualifying gepatzt hat, ohne Ende, jetzt auch hier im Rennen. Und da ist der Frontflügel in Mitleidenschaft gezogen worden. Max, ja, der schleicht hier nur noch um die Strecke. Kommt der rein oder nicht? Hat der da noch mehr Schaden? Oder das sieht ganz, ganz langsam aus. Das ist doppelte Geschwindigkeit gerade. Verstappen wird noch die Position gegen Gasly verlieren und hält nochmal schön seinen Teammate auf. Gasly jetzt aber auch. Oh Gott, Max, verzieh dich. Der kommt nicht an die Box. Lol. Sowas haben wir, glaube ich, in der letzten Saison von Leclerc oder so gesehen hier in Ungarn. Der hat ja auch kurz vor Schluss Schaden und ist dann einfach weitergefahren. Max wird keine Punkte holen. Und somit holt Gasly 10 Punkte auf Verstappen auf. Nach alledem, was hier passiert ist. Es sah eigentlich danach aus, als würde Max 10 Punkte aufholen. Durch den zweiten Platz und durch den sechsten von Gasly. Aber nix da. Wow, das ist schon echt ein ungewöhnlicher, bitterer Fehler. Und noch dümmer, jetzt nicht an die Box zu kommen. Hätte er das gemacht, hätte er zumindest noch ein paar Punkte retten können. Aber so mit der Pace wird das ja gar nichts. Das ist immer noch doppelte Geschwindigkeit hier bei Max gerade. Letzte Runde für Lando und somit auch für Pierre. Der hat jetzt ein bisschen Sprit übrig, die Reifen. Ja gut, komm, ein bisschen angreifen, geben die auch noch her. Perez ist da vorne, man sieht ihn. Vielleicht passiert noch irgendein Weltwunder, dass er da auch noch vorbeikommt am zweiten Red Bull. Bitte jetzt kein Fehler mehr, Pierre, come on. Da kann man sich aber hoffentlich drauf verlassen, dass er das jetzt ins Ziel bringt. Perez scheint mir nämlich echt sehr, sehr langsam zu sein. Aber oh, jetzt verpassen wir Norris Zieleinlauf. GG an Lando, Mann. Gasly konnte heute nicht liefern, in der ersten Runde schon nicht. Und Norris hat das voll ausgenutzt, hat super gemacht. Vor allem die paar Runden nach dem Boxenstopp waren echt richtig geil. Die waren entscheidend. Da konnte er sich den Vorsprung rausfahren, den er dann nicht mehr hergegeben hat. Sehr, sehr stark gemacht und sehr wichtig für uns, hier mit einem Sieg von der Strecke abzureisen. Und auch für Gasly ist das nochmal ein versöhnliches Ende. Platz 5 nach diesem eigentlich Desaster und er nimmt Verstappen weitere Punkte ab. Das war nämlich nicht das Wochenende von Max, der hier immer noch fährt. Aber ja, zu dieser Pace muss man, glaube ich, nichts sagen. Der, ja, also völlig dumm, nicht reinzukommen. Der Fehler ist das eine, ja klar, aber warum fährt man dann weiter? Das verstehe ich nicht. Da ist das Ding. Ein weiterer Sieg für uns hier in dieser Karriere. Dennoch würde ich aber behaupten, dass es tatsächlich so ist, dass wir auf solchen sehr kurvigen Abtriebsstrecken nicht ganz so stark sind. Der Abstand, der täuscht hier so ein bisschen, weil Leclerc halt diese Fehler gemacht hat, Verstappen hat Fehler gemacht. Wären die alle normal durchgekommen, wäre Verstappen auch im Qualifying normal gewesen, hätte er die Pace gezeigt, die eigentlich heute drin gesteckt hat in seinem Red Bull, dann wäre das ganz, ganz hart für uns geworden. Also umso erstaunlicher ist es eigentlich, dass wir mit so einem riesen Vorsprung hier gewinnen. Gasly gut zurückgekämpft, aber natürlich darf so ein Fehler eigentlich nicht sein. Das ist echt bitter. Wir hätten hier noch mehr Punkte heute gut machen können. Also ja, Platz 2 wäre auf jeden Fall drin gewesen, wenn nicht sogar der Sieg für Pierre. Also da kann man damit nicht ganz zufrieden sein. Aber so wie alles gelaufen ist, ist es ja noch mal ein bisschen Glück im Unglück. Lando kommt durch diesen Sieg jetzt vor auf Position 3 in der Fahrer-WM. Verstappen ist auf einmal nur noch Vierter. Aber weil das ja auch verdammt knapp ist. Leclerc 182, Norris 181 und Verstappen 180 Zähler. Während Gaslys Vorsprung ein bisschen geschrumpft ist an der Spitze. Das ist
gar nichts, auf dem man sich ausruhen kann. Das sind nur 13 Punkte. Also entschieden ist diese WM noch lange nicht. Auch wenn der Zwischenstand natürlich ganz nett ist. Boah, und in der Konstrukteurs-WM holen wir heute die meisten Punkte. Nach so einem Rennen. Das ist auch nicht schlecht. Vorstandsüberprüfung zur Saisonmitte. Klar, da gibt es natürlich keinen Grund, nicht zufrieden mit uns zu sein. Wir übertreffen das Ziel sowas von. Das Vorstandsvertrauen ist hoch. So kann es gerne weitergehen, auch in der zweiten Saisonhälfte dann mit dem Rennen in Spa beim nächsten Mal. Da haben wir unser erstes Podium überhaupt geholt in der vergangenen Saison mit Gasly, falls ihr euch erinnert. Somit ist das eine Strecke, die dem Auto auf jeden Fall liegt, in der letzten Saison schon und dann in dieser erst recht, weil wir ja noch um einiges stärker geworden sind. Ich freue mich drauf, die Saisonpause gut einzuleiten. Ein paar oder zumindest ein Design wird hier noch fertig. Wir haben da natürlich auch viele Tage frei vor dem Rennen, also werden wir upgraden jetzt ans Auto bringen, um hoffentlich wieder ein bisschen besser zu sein als heute, weil ich mit der Pace echt nicht so hundertprozentig zufrieden war. Es ist Meckern auf ganz hohem Niveau, klar, aber ein bisschen besser kann es schon gerne werden beim nächsten Mal. Das war's jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!